1. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Und damit darf ich euch begrüßen und sage Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Let's Play von mir. Wir spielen heute Valiant Hearts The Great War. Und ein kleiner Gruß geht erstmal an einen Kumpel von mir raus, der mir dieses Spiel wärmstens empfohlen hat und der mir versprochen hat, jeden Part zu schauen. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, also vielen Dank, Mr. Redhead Mulumbo, für diese Informationen über dieses Spiel. Und es handelt sich um ein Spiel, es geht sozusagen um den Ersten Weltkrieg, der so aus der Sicht der von zwei kleinen Familien gezeigt wird. Und als erstes, im ersten Akt, sehen wir hier den guten Bauern Emil, den wir auch spielen dürfen. Und das erste wird erstmal so ein kleines Tutorial-Level sein. Da wird man erstmal höflich reingebeten und man darf erstmal seine Seele verkaufen, sozusagen. Ah ja, genau, mit den Fakten. Das habe ich mir folgendermaßen überlegt. Ich scroll die jetzt so runter und ihr dürft an dem Video stoppen. Also ihr dürft da, was euch interessiert, dürft ihr stoppen und dürft es so für euch durchlesen. Ich will das jetzt ich will das jetzt nicht so lange verballern hier mit vorlesen, sondern will euch mehr vom Spiel zeigen. Deswegen scroll ich das jetzt durch, ihr stoppt, was euch interessiert und lest euch das für euch durch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und das hier sind... Das sind die 5 Objekte, die man während den Kapiteln suchen muss. Und ich glaube, die kommen so nacheinander. Das hoffe ich zumindest. Und nach dem werden wir auch Ausschau halten müssen. Und wir dürfen uns jetzt erstmal hier umziehen gehen, denke ich mal. Sind wir hier außerhalb? Oh, ups. Ja, ist ja okay. So, wir müssen jetzt den Trompetenbläser zu bitten, die Trompete zu blasen. Das ist ein schwieriger Satz eigentlich. So.
Und jetzt scheint so ein bisschen die Action abzugehen. Ah, okay, so klettert man über Gegenstände. Mit dem hier haut man. Alles klar. Okay. Ja, und... Ah. Oh, der war sauber geworfen. Sehr geil. Jetzt dürfen wir weiter. Und da glänzt er schon. Der erste Gegenstand. Der Helm. Sehr cool. Können wir uns den jetzt mal angucken? Deutscher Helm. Der legendäre preußische Helm mit Spitze. Die Pickelhaube wurde von der deutschen Armee bis 1916 getragen und danach durch die effizientere Stahlhelme ersetzt. Die verschiedenen Bestandteile des Helms, einschließlich der Spitze zur Abwehr von Säbelangriffen, wurden an den Rang, die Herkunft und die Waffengattung des Soldaten angepasst. Bei einigen Helmen war der Pickel abgerundet. Warum auch immer. Und jetzt kommen wir hier zurück. So, den nächsten Moment jetzt verprügeln müssen. Okay. Okay, jetzt wieder einen sauberen. Oh, der war genauso gut. Mann, bin ich stolz über meine Granatenwürfe. Perfekt. Wir können direkt mal weitergehen. Was ist denn der nächste Gegenstand? Okay, das sagt mir gar nichts. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay. Zap, 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 zap. Zap, 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 zap. So, wir dürfen hier... Ah, da hinten. Ich sehe schon. Zack. Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir alle finden werden. Ich probiere es zumindest. So. Eine Zunderpistole. Obwohl Benzinfeuerzeuge in den Gräbern sehr verbreitet waren, nutzten die Soldaten auch Zunderfeuerzeugen. Der Baumwolldocht wurde in Salpeter oder Bleichromat gedrängt, um ihn leichter entflammbar zu machen. Er wurde gelöscht, indem man ihn zurück in den Zylinder zog. Cool. So. Wir hissen einfach mal so rum. Die Flagge. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden sollte. So. Der bald unser Freund sein wird, da bin ich mal gespannt. Okay, wir dürfen dem nicht helfen. Kann ich das runterziehen? Der Arme. Okay, ich guck mal nochmal kurz, wie die nächsten, der nächste Gegenstand aussieht. Ich weiß nicht, das sieht aus wie eine Tröte oder so. Okay, jetzt dürfen wir irgendwie... Ah, nice. Ach, dürfte ich jetzt auch werfen. Kann ich die dagegen werfen? Ja, passiert aber nichts. Ah, da habe ich sie. Lol, wo war die jetzt drin? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Alter, das war echt gerade Glück. Können wir die geben? Ja, da freut sich natürlich jeder drüber. So. Was ist der nächste Gegenstand? Ein Foto oder ein Bild oder so? Oder die Flagge? Nee, scheint nicht. Da oben sehe ich schon den Stift.
die Postkarte. Das ist gerade eher so Glück. Okay, die Leiter dürfen wir nicht verwenden. Hä? In der richtigen Reihenfolge. Oh yeah. Recht bekanntes Lied, glaube ich. So, und den Stift. Jetzt haben wir tatsächlich alle 5 Gegenstände gefunden. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. So. Bahnhofsvorsteherpfeife. Die Dampflokomotive verwandelten die Bahnhöfe in sehr laute Orte. Da es keine Lautsprecher und keine Anzeigetafeln gab, mussten die Bahnhofsangestellten den Passagieren die Information zurufen. Die Pfeife war geeignetes Mittel, um die Aufmerksamkeit der Passagiere zu erlangen. Genau. Brief eines französischen Soldaten, 14. August 1914. Liebe Eltern, ich bin bereit für den Einsatz an der Front. Wir werden das Elsass und Lothringen von den Deutschen zurückerobern. Macht euch keine Sorgen, bis Weihnachten bin ich wieder zu Hause. In Liebe, Marcel. Und eine Schreibfeder. 1914 war der Füller noch nicht erfunden. Und die Schulkinder lernten mit Stahlfedern oder häufiger, besonders auf dem Land, mit geschnittenen Gänsefedern zu schreiben. Durch die große Menge an Kriegs Korrespondenz verbreiten sich die Stahlfedern rasant. Cool. Schön, wie der Sound so abklingt. So. Cool. Kann ich mir die Flasche hier trotzdem mal mitnehmen? Zack. Jojo. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Und ich glaube, wir kommen jetzt so langsam zu dem ersten Mal. Die Fakten sind immer noch gleich. Und die Objekte auch. Gut. Also müssen wir nichts mehr sammeln hier. Das ist schön. So, jetzt müssen wir zum Angriff. Aber die Gegner stehen natürlich schon bereit. Und schwere Artillerie. Mit der kriegen wir es jetzt erstmal zu schaffen. Alter, das war knapp. Oh. Fuck. Müssen wir das sammeln? Nein, müssen wir nicht. Ich glaube, da dürfen wir nicht reinrennen. Boah. Alter. Schnell, 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 schnell. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Alter. Es fallen alle Leute. Nur wir. Mademoiselle Marie Chaillon, Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment, wurde am 21. August 1914
durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten.